So. Ihr sagt mir wieder Bescheid, wie es mit Lautstärke aussieht und sowas, ne? Resident Evil Kart Racer. Hey, wenn es ein guter Kart Racer wird, für Kart Racer bin ich immer zu haben. Ich liebe Kart Racer, wenn sie gut sind. Das ist irgendwie immer so eine schöne, wacky Möglichkeit, um so verschiedene Franchise oder Charaktere aus einer Franchise zu vereinen. Das finde ich immer toll. Ey, wenn Nemesis und Chris und Wesker in irgendwelchen wacky Resident Evil thematischen Go-Karts durch Raccoon City fahren und durch die Insel aus Resident Evil 4 und die verschiedenen Resident Evil Schauplätze als schöne Kartstrecken. Ich würde es total feiern. Fände ich total lustig. Prost, Frankie Tanky. Recht hast du. Trinkt nicht vergessen. Und mit dem Code LSBR5 bzw. LSBR10. Nein, ich sag das immer falsch. Mit dem Code LSBR. Keine 5. Oder dem Code LSBR10 für 10% wird das Trinken noch köstlicher. Viel Wasser trinken ist super easy, wenn das Wasser so geil schmeckt wie mit Holy. Jetzt muss ich wieder mein aktuelles Savegame suchen. Jetzt passt auf, 11. Februar 62. Das kommt mir schon recht gut vor. Das war bevor, genau, passt, das laden wir. Fallout 1. Okay, ich hab Bock drauf. So, das war bevor ich den Kühlschrank geknackt habe. Und wisst ihr was, Leute? Das werden wir wieder machen. Für was können wir denn ein bisschen öffnen? Hallo? Hauptcharakter? Öffnen? 25 Erfahrungspunkte. Und wir klauen auf jeden Fall die Schrotflintenmunition. Die ist zu schwer. Wir können gar nichts mehr klauen. Okay, dann klauen wir nichts. Nochmal Glück gehabt. Aber was wir jetzt definitiv machen werden, ist, dass wir in die Kanalisation gehen, wo wir nämlich die Schrottteile zurückbringen, die wir ja für unseren Anführer der Rebellion, wenn man so will, der friedlichen Ghule, geklaut haben. Weil so kriegen wir den Wasserchip, haben wir erfahren. Also möglicherweise zumindest. Hast du die Wasserpumpe schon repariert? Nein, noch nicht. Achso, ich muss die selber reparieren wieder. Alles muss man selber machen. Okay, Kommando zurück. Ian Dogmeat, wir müssen die Wasserpumpe selber reparieren. Let's go. Wasserpumpen-Reparationszeit. Höchste. Wasserpumpen-Reparationszeit. Ich schätze mal, ich weiß nicht mehr, wo die Wasserpumpe ist, aber ich schätze mal, die war von den Supermutanten bewacht, so ungefähr, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, wir müssen da... Ich gehe einfach mal aus dem Gebiet raus und wir schnell reisen gleich ins obere Gebiet. Ich glaube, das ist der schnellste und einfachste Weg. Zur Wasserstelle. Das klingt schon mal vielversprechend, finde ich persönlich. Stimmt, ich habe mich, nachdem ich die alle umgebracht habe... Ach, ich müsste so dringend Zeug verkaufen, ne? Aber haben wir uns hier drin eigentlich mal umgesehen? Definitiv nicht! Ah, nein, und ich kann nichts davon mitnehmen. Es ist... Ah, das ist... Ah! Verdammt nochmal! Ich brauche einen Verkaufsladen. Falls ich irgendwie noch mal Kohle brauche oder so, denken wir dran, dass wir hierher kommen. Also, die Wasserpumpe funktioniert nicht. Ich speichere mal. Nur für den Fall, dass man irgendwie kritisch failen kann und dann kann man sie nie wieder reparieren. Und versuch mal, dass ich die mit unserem aktuellen Reparaturwert von gerade mal 46 repariere. Du schaffst es nicht, die Wasserpumpe zu reparieren. Was passiert eigentlich, wenn ich meinen Wissenschaftsskill benutze? Die Wasserpumpe funktioniert nicht. Ah gut, danke Wissenschaftsskill. So, jetzt passt auf, jetzt gehen wir auf Figur. Oh, Level Up, wir dürfen unseren neuen Bonus aussuchen. Yes! Also, besserer Nahkampf. Erfüllungsvermögen, Freund und Feind. Ich finde Freund und Feind eigentlich echt gut. Das ist eher, weißt du, das sollte kein Bonus sein, aber ich finde das eigentlich schon echt gut. Mehr kritische Treffer. Moment mal! Haben wir in der Realität den mysteriösen Fremden noch gar nicht ausgewählt?
ich habe lange nach Necropolis gebraucht. Alle Ghoul waren tot und überall Supermutanten. Ja, es kann passieren, dass der Meister schon seinen Vergeltungsschlag gestartet hat. Okay, mysteriöser Fremder, würde ich sagen. Und jetzt passt auf. Ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Ich erhöhe mal meinen Reparaturwert vorsichtig auf 50. Jetzt schauen wir mal, ob das reicht. Du schaffst es nicht, die Wasserpumpe zu reparieren. Wie wäre es mit einer neuen Sicherung? Okay. Moment mal! Muss ich die Schrottteile anwenden? Nee. Die habe ich gar nicht mehr. Doch, oder? Nein. Warte mal, habe ich die ihnen gegeben? Tatsächlich. Das war dumm. Das war dumm von mir. Ian, willst du eine Leuchtfackel? Na ja, komm, nimm zwei Leuchtfackeln. Ich weiß eh nicht, ob das vom Gewicht her geht. Das ist ein gutes Geschäft. Es hat anscheinend geklappt. Ich versuche mal, ob ich den Schrott anwenden muss da drauf vielleicht. Du hast Probleme damit, die Teile so zu reparieren, dass sie funktionieren. Okay, gut, dann erhöhen wir unseren Mechanikerwert auf 60. Das dürfte, glaube ich, hoffentlich reichen. Weil mehr kriege ich nicht zusammen. Nein, es funktioniert nicht. Shit. Mehr als 60 schaffen wir aktuell nicht. Ich habe mich halt auch nicht darauf spezialisiert. Ich hätte gedacht, 60 reicht. Nein, doch. Oh, ja, genau. Du kannst übrigens deinen Begleiter immer bestehlen. Ja, das hast du recht. Bestehlen ist eine Option. Ah, schade, Leute. Jetzt weiß ich es aber auch nicht. Ich hätte gehofft... Moment mal. Aha. Ganz recht, Desert Railgun. Hallo. Das hat's gerade in meinem Kopf gemacht. Ich habe das mit den 60 gar nicht bestätigt. Hey, ich finde das voll geil übrigens, dass es hier noch einen Druckenknopf gibt. Man kann sich einfach seinen Charakterbogen ausdrucken, damit man es am Schulhof rumzeigen kann, so ungefähr. Oder an die Wand hängen. Das war mein erster Charakter, mit dem ich Fallout durchgespielt habe. Wie geil ist das eigentlich? Okay, 60. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, wir haben es geschafft. Die riesige Pumpe erwacht langsam zu neuem Leben. Du erhältst 1000 Erfahrungspunkte für das Reparieren der Pumpe. Nice. Sehr nice. Okay. Genau, die Bücher habe ich schon gemampft. Drei Reparaturbücher kriegt man da gleich. Die habe ich schon weggemampft. Dann würde ich sagen, die restlichen 4 Punkte schieben wir noch 2 in Energiewaffen, auch wenn ich da eh schon super gut bin. Und 1 in Öffnen und 1 in Wissenschaft, auch wenn ich nicht weiß, warum ich Wissenschaft genommen habe. Ich wollte mal gucken, Wissenschaft kam mir immer so nutzlos vor. Und ich dachte mir, jetzt will ich mal gucken, wenn ich mit den ganzen Terminals interagiere und so. Aber nee, Wissenschaft ist immer noch nutzlos, leider. Vielleicht muss ich ihn nur konsequenter einsetzen, ich weiß es nicht. Ian, ich habe Munition für dich. Nee, warte mal, die brauchst du gar nicht mehr, glaube ich. Naja. Ja, das kommt alles noch. Haben wir mit dem da unten schon geredet? Hier ist auch die Kathedrale, ne? Nee, die haben alle keinen Namen, gehen wir. Okay, cool. Das hätten wir geschafft. Jetzt gehe ich zurück zur Halle. Das hier macht mir Angst. Was macht dir Angst, Ian? Hat ihren Angst vor Ghule? Okay, jetzt gehen wir nochmal in den Keller und reden nochmal mit Rebellionsanführer, Widerstandsanführer. Ja, Mariposa und so weiter, das kommt alles noch. Eins nach dem anderen. Jetzt holen wir erstmal den Wasserchip. Wenn es denn geht. Eins nach dem anderen.
Danke, dass du die Wasserpumpe repariert hast und hoffentlich geht es deinen Leuten gut, wenn du mit dem Fund zurückkehrst. Danke für deine Hilfe. Auf Wiedersehen. Mit welchem Fund? Ich habe noch keinen Fund bekommen. Wo bekomme ich den Fund her? Ich habe noch keinen Kontrollchip. Wo kriege ich ihn? Aber darf ich den jetzt ausbauen, ohne dass die sterben? Okay, da müssen wir jetzt nochmal schnell raus und müssen. Ich weiß nicht, wo die den Kontrollchip haben, ehrlich gesagt. Ich habe da so eine Idee. Weil man könnte den auch einfach stehlen. Und dass wir jetzt die Pumpe repariert haben, ist quasi so das gute Ende für die Stadt hier. Für die Stadt der Ghule. Wobei es wurscht ist, weil die werden offiziell Kanon sowieso noch vom Meister überrannt, egal was man macht. Beziehungsweise von der Armee des Meisters. Aber gut. Dann gehe ich nochmal schnell zum Wasserloch. Dann muss ich noch mal gucken. Wassertank. Ah, guck mal, ich habe gar nicht gesehen, dass da einer in der Gefängniszelle sitzt. Ein gefangener Ghoul, da können wir nicht hin. Können wir die Tür öffnen? Ich versuche mal, ob ich den befreien kann, weil warum nicht, oder? Verschlossen. Öffnen. Ja. Du schließt die Tür auf. Danke, dass du mich rausgelassen hast. Woher kommt das Wasser? Die pumpen es von den unteren Brunnen hoch. In der Zelle nebenan ist ein Einstiegsloch, durch das man in die alte Vault gelangt. Von dort stammt das Wasser. Wenn wir da unten nicht wären, wären wir hier besser dran. Was meinst du damit? Manchmal ist es schwierig, dafür zu sorgen, dass die alte Technologie richtig arbeitet. Sobald wir runtergehen, schlagen die verstrahlten Ghouls zu. Wir Ghouls lassen die einfach in Ruhe. Und die großen Mutanten kümmern sich einem feuchten Kehricht darum. Okay, viel Glück, auf Wiedersehen. Okay, dann wissen wir jetzt, was zu tun ist. Da ist der Einstieg, Abstieg in die Vault. Dogmeat, gehen wir bitte kurz zur Seite. Okay. Oh, leuchtende Ghule. Sind die böse hier unten? Werden wir gleich rausfinden. Ich komme in Frieden. Bitte esst nicht mein Hirn. Du hast nicht die Erlaubnis, hier zu sein. Und dann puncht er mich ins Gesicht. Aber ohne Schaden. Das ist meine Erlaubnis. Okay, schade. Das wäre cool gewesen, wenn ich nicht irgendwie komplett daneben geschossen hätte. Ich hab's versucht. Ich hab versucht, cool zu sein. Dann machen wir es halt lame. Ist auch gut. Hauptsache, wir kommen ans Ziel. Man muss es ja nicht übertreiben. Dogmeat! Attacke! Schnapp ihn dir! 8 Treffer, 2 Treffer. Ihn lädt nach. Schießt 18. Okay, ich zeige euch mal, wie das geht, ihr zwei. Augenschuss! Wow, ich habe den so hart in die Augen geschossen, dass sein Tor so in der Mitte auseinandergebrochen ist, von der Wucht. Weil ein Laserprojektil so viel Energie... Ja, es ist kinetisch, ist egal. Nicht zu viel drüber nachdenken, sondern die schönen Todesanimationen genießen. Gut gemacht. Hey, Danbre, dankeschön für deinen Raid mit 6 wunderbaren Menschen, mit 6 tollen Birdridern. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Bei unserem nostalgischen Fallout 1 Playthrough. Wir sind gerade in der Vault unter Necropolis und kurz davor hier den Steuerchip zu bergen. Ich gebe dir eine Challenge. Fallout 4 am Anfang die 10 mm aufrüsten und die Deathclaw in Cotsworth. Easy. Es gibt sogar den Clip, glaube ich, noch hier gespeichert. Ich habe mal eher aus Blödsinn, aus Spaß, die Deathclaw in Concord auf Level 3 oder so im Überlebensmodus nur mit einem Messer besiegt. Das war ziemlich cool.
Ich glaube, das war mein einziges Pro-Gamer-Erlebnis ever. Tetris war ich mal echt gut. So. Überall, hey, ich verstehe es wirklich nicht. An allen Terminals, wo wir sind, steht, du kannst nichts dazulernen. Wann kommen denn mal Terminals, an denen wir was dazulernen können? Die müssen wahrscheinlich laufen und funktionieren. Aber warte mal, ist hier nicht irgendwo normalerweise immer so ein kleines Arztschränkchen, das man doch suchen kann? Wahrscheinlich nicht immer. Nee, okay, dann gehen wir. Ian, versperren wir bitte nicht den Weg. Einfach ein 90er Crit-Augenschuss, nicht schlecht. Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen Running Gag. Falls ihr den Playthrough von vor vielen Jahren kennt, ich glaube Fallout 2 war es aber, da habe ich ja einen sehr starken, dummen Nahkämpfer gespielt, der immer mit seinem Ripper-Messer in die Augen gegangen ist. Und das ist halt immer gut. Wissenschaft. Du kannst nicht hin, ach so, weil Doc mit dem Weg war. Okay. Nehmen wir den Aufzug nach unten. Okay, ich nehme an, wir sind im ersten Stock, fahren wir erstmal in den zweiten. Oh, noch mehr leuchtende Ghule. Die sind ziemlich... Die tun mir fast leid, ehrlich gesagt, ne? Warum greifen die mich komplett unbewaffnet an? Die sind komplett wehrlos. Also vielleicht sind die ja jetzt bewaffnet. Aber warum stellt bitte Sid da unten zwei Wachen hin, die einfach sofort tot umfallen, basically. Unbewaffnet. Der konnte mit seinem Schlag nicht mal irgendwie auch nur einen Schadenspunkt anrichten. Der Arme. Das war Fallout 2, genau. Ich bin gespannt, welchen Charakter wir in Fallout 2 spielen werden. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Definitiv wieder ganz einen anderen, als wir beim ersten Playthrough damals gespielt haben. Also keinen dummen Charakter. Diesmal machen wir einen sehr intelligenten. Hallo? Seid ihr friedlich? Ignoriert mich. Das ist eine gute Entscheidung. Das ist gut. Ignoriert mich und dann haben wir alle kein Problem. Ich ignoriere euch auch. Ein Fallout 1 Speedrun, das wäre interessant. Das ist tatsächlich was, das man machen könnte, ne? Weil der ist relativ mechanisch. Da muss man nicht viel machen. In die Augen! Und wieder so hart in die Augen geschossen, dass er zwei geteilt wird. Großartig. Ich meine, bei so schwer verstrahlten Ghoulen weiß man es nicht, ne? Vielleicht ist da einfach... Die waren wahrscheinlich hier schon kurz vorm Umknicken. Und der hat wahrscheinlich eher so gemacht und durch diese Bewegung ist er dann zerbrochen. Das ist es wahrscheinlich. In die Augen! Und schon wieder. Naja, okay. Ich hätte so gern einen Aktionspunkt mehr. Das wäre ein Traum. Aber andererseits sollen die anderen auch noch was machen, oder? Jawohl. Gut gemacht. Ich verstehe wirklich nicht... Ah, guck mal, da ist ein Spind. Und darin ist köstliches Reddix. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, dass ich das mal nehme, weil ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie verstrahlt die hier eigentlich sind und ob die mich zufällig total krass verstrahlen. Nee, wir sind aktuell nicht verstrahlt in keinster Weise. Vielleicht sollte ich mir Reddix auch aufheben für The Glow. Aber ich glaube, ich nehme mal eins, weil ich mir nicht sicher bin, ob die radioaktiven Ghule hier nicht ein bisschen Radioaktivität ab. Doch, du erhältst 50... Ach nee, Resistenz. Ja, keine Ahnung. Kann nicht schaden. Ein Fallout 2 Speedrun ist funny, wenn du einen Händler mit 4K Kronquarken gestielst und hochzujagen. Ja, ich finde die klassischen Fallout Speedruns sowieso schön. Oh, was ich aber wirklich total faszinierend finde immer, sind Pokémon Speedruns tatsächlich. Weil da ist so viel Zufall und so viel Glück und die Pokémon-Speedrunner sind komplett crazy, weil die halt wirklich
immer mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und dann gehen die immer in den Kampf und sagen, okay, hier habe ich jetzt eine 30-prozentige Chance, dass dieser Angriff das und das verursacht und das wäre ziemlich gut, weil dann können wir das machen. Falls das aber nicht eintrifft, müssen wir mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit das und das versuchen. Und das ist immer super faszinierend, finde ich. Könnte ich absolut nicht, aber finde ich super faszinierend. Low Percent Zelda Twilight Princess. Kenne ich jetzt explizit nicht, aber grundsätzlich habe ich schon viele Speedruns und Zelda Speedruns gesehen. Und gerade Low Percent, Any Percent und sowas, die dann super glitschig sind, das ist natürlich immer sehr faszinierend. So, ist der an hier? Nee, funktioniert nicht mehr. Ich schau mal, ob ich mit dem reden darf. Er ignoriert mich. Gut. Gute Entscheidung, Ghoul. Dann schauen wir mal, was da los ist. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier jemand gestorben. Hallo, darf ich fragen, was hier los ist? Bei Änderungen geht's ab in die Kiste. Der letzte hier hat's probiert. Wuff, sagt Dogmeat. Bei Änderungen geht's ab in die Kiste. Da haben wir den einen Terminal, der noch funktioniert. Okay. Nachdem du den Computer für die Trinkwasseranlage heruntergefahren hast, kannst du einer Entfernung... Was kannst du in einer Entfernung die reparierte Wasserpumpe hören, die Wasser aus dem öffentlichen tiefen Brunnen unter Nekropolis ans Tageslicht befördert. Du hältst 1000 Erfahrungspunkte für das Auffinden des Steuerchips. Nice! Wir haben den Steuerchip. Dann benutze ich mal hier noch Wissenschaft. Oh, du kommst zu dem Ergebnis, dass der Computer ohne die Neuinstallation des Steuerchips nicht repariert werden kann. Gute Erkenntnis. Okay, nice. Also, wir sind cool, oder? Ich habe euch die Wasserpumpe repariert. Ihr könnt leben. Kein Grund, mich jetzt anzugreifen. Das wäre unnötig. Schmeißt euer Leben nicht weg. Wie wäre es in Fallout 2 mit so einer Art Revolver-Held-Spezialisierung auf Pistolen als Kontrast zum damaligen LP? Ja, ja, oder so ein Sniper oder sowas, kann ich mir auch gut vorstellen. So ein Desert Ranger. Witzig, ich hab gestern deine Reactions zum GameStun Quick Speedrun zu Fallout 4 gesehen. Ah, ja, ja, ich kann mich erinnern. Resident Evil Fauchi Bauchi. Ich werde über deine Worte nachdenken, Tobias. Bei Low Percent heißt es, dass die Zahl der Items geringer sein muss, um höher zu kommen. Ach so, je weniger Prozent, desto besser quasi, oder wie? Ja, ich finde so Speedruns absolut faszinierend. Ich habe schon so lange nicht mehr die Summer Games oder die Awesome Games dann quick geguckt. Das war früher immer so eine Tradition. Da habe ich mir teilweise eine ganze Woche freigenommen, um so viel wie möglich davon zu gucken. Das lief ununterbrochen. Habe ich jetzt irgendwie schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das würde ich gern mal wieder machen. Einfach mal eine ganze Woche Games dann quick bingen. Das ist schon cool. Ich glaube, ich habe das jetzt lange genug nicht mehr gemacht, dass ich es wieder interessant finde. Weil nach einer Zeit kennt man halt schon alles und dann wiederholt sich auch viel. Die spielen halt doch immer so die populären Spiele, die Klassiker und da ändert sich halt teilweise nur wenig. Okay, ich speichere jetzt und wir gehen zurück in die Vault 13. Denn wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Alles gut. Ende Gelände. Ende Gelände Popende. Durchgespielt. War ein schneller Run. Es sei denn... Na, schauen wir mal. Erstmal haben wir eine Zufallsbegegnung mit mehreren Red Scorpions. Und der mysteriöse Fremde ist da.
Du siehst den mysteriösen Fremden. Er sieht unverletzt aus. Das ist schön für ihn. Das freut mich. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich Dogmeat treffe, aber ich schieße dem Skorpion jetzt in die Augen. Und er krümmt sich vor Schmerzen und geht zu Boden. 33 Trefferpunkte, die halten wirklich nichts aus. Gut. Oh, warte mal, habe ich keine Munition mehr? Oh, ich habe keine Energie. Habe ich schon meine ganze... Ich hatte so viel Energiezellen. Aber gut, okay. So ist das eben manchmal. Au, das war ein böser Treffer. 10 Schadenspunkte und wir sind vergiftet. Zum Glück habe ich noch ein Gegengift in der Tasche. Wisst ihr noch, als Dogmeat, Ian, der absolut krasse Superbegleiter war, der alles für mich gelöst hat, weil ich so ein Noob war? How the turntables. Jetzt bin ich hier der krasse Superkerl, der alle rettet. Auch wenn ich vergiftet bin und gerade ganz schön böse getroffen wurde. Aber ja. Gut gemacht, Dogmeat. Gut gemacht. Dogmeat ist cool. Okay, dann nehmen wir mal gemütlich ein Gegengift. Und ich glaube, ich pfeife mir mal ein kleines Stimpak rein. Und dann speichern wir hier nochmal. Und dann sage ich Danke zum mysteriösen Fremden. Ich rede nicht viel. Skorpionstacheln nehmen wir nicht mit, weil die sind sauschwer und wir brauchen die nicht. Mad Max. Ja, ja, früher war das voll Mad Max, ne? In Fallout New Vegas kann man den Sohn... Ja, klar. Den Drifter. Okay, Volt 13, let's go. Ich mag den Fallout 1 und 2 Soundtrack. Das ist irgendwie so experimenteller Synthi-Tribal-Sound irgendwie. Ganz, ganz verrückt. So, stecken wir mal die Waffe weg. Und dann werde ich mal mit meinem Wissenschaftsskill hier alle Terminals anklicken. Du hast nichts dazugelernt. Ich hasse mein Wissenschaftsskill. Ah, ja, okay. Der Terminal auf diesem Level steuert die Atmosphäre und Temperatur, sowie die Notversorgung für das medizinische Labor. Bringt uns jetzt nicht viel die Information, aber wir wissen es jetzt. Wir haben was dazugelernt, technisch gesehen. Neuer Wissenschaftsskill anwenden. Dieser Terminal auf diesem Level steuert die Atmosphäre, Temperatur. Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Hey, es ist lang her, dass ich das ernsthaft gespielt habe, ne? Aber ich dachte, wenn ich den Wissenschaftsskill auf die Konsolen anwende, kriege ich ab und zu Erfahrungspunkte, weil ich irgendwelche coolen Daten und so finde. Aber irgendwie passiert das nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, okay. Ist ja nicht so wichtig. Oh, warte mal, da ist jemand. Wer bist du denn? Willkommen, Landsquid. Wie läuft die Suche? Ganz gut. Gut, mach weiter so und sag mir Bescheid, wenn du was brauchst. Ehrlich gesagt ist die Suche abgeschlossen. Aber du bist ja auch nur der Sanitäter. So, plündern wir mal unsere eigene Vault. Was haben wir denn hier? Leuchtfackeln! Ich würde so gern Sachen verkaufen. Wir müssen jetzt dann dringend in die Stadt und Sachen verkaufen. Oh, ich bin versehentlich aus der Vault rausgegangen. Das wollte ich nicht. Yeah. Dann fahren wir mal ein Stockwerk tiefer. 2. Stock. So, reden wir mal mit den Leuten. Ein paar davon haben tatsächlich Text. Ich glaube, sie hat einen uniken Skin. Sie ist die Cindy, ja. Mit der können wir reden. Hallo, Landsquid hast du schon den Steuerchip gefunden? Noch nicht? Aber ich werde ihn finden. Hä? Ich habe Angst, jemand hat Wasser gestohlen. Und nun sind alle ziemlich nervös. Wer macht denn sowas?
Einige sind des Diebstahls beschuldigt worden und Kämpfe sind darüber ausgebrochen, aber niemand weiß etwas Genaues. Okay, danke. Moment mal, ich habe den Steuerchip im Inventar, oder? Ich habe den nicht liegen lassen. Da ist er. Alles gut. Dann ist schon gut. Der Volt 3 zum Burger. Sieht köstlich aus. Ja, genauso köstlich wie die köstlichen. In einem Fallout 2 Video habe gesehen, wie Frank nur mit Alkohol und Super Stimpaks besiegt wurde. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Dankeschön für die 100 Bits, Franklin. Sehr freundlich von dir. Warum? Wer macht die Tür hier wieder zu? Lass doch die Tür mal auf. Ich will da reingehen. Hallo? Der Volt. So viel Volt 13 Burger. Köstlich, köstlich. Ihr seid auch. Ah, nee, der hat einen Namen. Gut, dann reden wir mit Lyle. Es ist spät. Komm ein andermal wieder. Wirklich? Es ist 21 Uhr. Nee, warte mal. Es ist das Jahr 2100. Es ist 1 Uhr. Ja, okay, gut. Warten wir bis 6 Uhr morgens. Schauen wir jetzt nochmal rein. Hallo, guten Morgen. Es ist spät. Wie lange, wann steht ihr denn? Soll ich nochmal, jetzt warten wir nochmal 2 Stunden bis 8 kommen. 8 ist nicht mehr spät. Hallo, Landsquid. Hallo, Lyle. Wie läuft's so? Nicht besonders gut. Seit man mir neulich eine meiner Wasserrationen geklaut hat, geht alles den Bach runter. Alle sind verängstigt und niemand weiß, wie es weitergehen soll. Ich kümmere mich drum und schau mal, was ich tun kann. Danke. Ich hoffe wirklich, dass du dem Ganzen auf den Grund gehen kannst. Aber mach schnell und finde einen neuen Steuerchip. Der Wahnsinn wäre nicht passiert, wenn wir einen funktionierenden Chip hätten. Okay. Aber ich finde, wir sollten trotzdem die Person finden, die hier für den Diebstahl verantwortlich ist, weil die ist nicht krisenfest. Wenn wieder was passiert, ne, kann die Person eventuell zum Problem für alle werden. Deswegen sollte man da vielleicht gucken, dass man da früh einlenken kann. Meine Meinung. Verärgerter. Du bist ein prima Kerl! Ich finde es lustig. Der verärgerte Volt 13 Bürger sagt, du bist ein prima Kerl, Ausrufezeichen. Und ich hasse, wie prima du bist. Kannst du nicht ein bisschen weniger prima sein? Aha. Teresa. Hallo, Lensquid. Wie läuft deine Reise? Ziemlich gut, danke. Freut mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Außenwelt nicht so schlecht ist, wie jeder behauptet. Unsere Vorfahren haben da draußen gelebt, nicht wahr? Aber der paranoide Aufseher lässt uns nicht raus. Ja, es ist schwierig, ne? Die Außenwelt hat schon auch ihre Punkte des Friedens und der Zivilisation, aber man sollte sie nicht, als so naive Vault-Dwellerin hier, sollte man das, glaube ich, nicht unterschätzen, aber die Außenwelt ist nicht so schlecht. Ich wusste, dass die Außenwelt gar nicht so schlecht ist. Deshalb habe ich einige Leute zu überzeugen versucht, mit mir nach draußen zu gehen. Ich glaube, dass wir da draußen eine bessere Überlebenschance haben. Was rauchst du denn da? Oh, mal ehrlich. Ich glaube, das war quasi die Antwort von wegen, ey, auf was bist du denn so ungefähr? Oh, mal ehrlich. Glaubst du wirklich, dass wir in dieser Vault Generation um Generation leben können? Vielleicht findest du einen neuen Steuerchip, aber was passiert, wenn die nächste Katastrophe ausbricht? Und dann die nächste. Huch, ich denke, du hast recht. Hat sie auch, ne? Hat sie auch. So eine Vault ist vielleicht für viele hundert Jahre gemacht. Aber irgendwann sind viele hundert Jahre auch mal vorbei. Und so richtig nachhaltig kann man in so einer Vault natürlich nicht leben. Naja, okay. Let's go. Ich benutze mal noch meinen Wissenschaftsskill hier auf diesem Terminal. Ich hab gesagt, Wissenschaft. Nichts dazugelernt. Ja, okay, gehen wir.
Sag Amata aus Fallout 3 nicht das, was der Overseer in Fallout 1 ganz am Ende gesagt hat. Sollte Vault 13 nicht Steuerchips bekommen, aber für Vault 8... Ja, genau. Die haben quasi versehentlich nur einen Steuerchip bekommen, aber zwei Geeks, glaube ich, oder sowas. Und eine andere Vault hat dafür noch einen zusätzlichen Steuerchip bekommen und kein Geek. Warum kann ich nicht 0 Geek haben und 4 Steuerchips? Burger. Oh, eine Wache, die das Wasser bewacht. Hallo, Landsquid. Hallo. Was machst du? Ich fühle mich nicht besonders gut. Jemand hat mir eins mit einem großen Rohr über den Schädel gegeben. Ich war zwar schon beim Sanitäter, aber mein Kopf tut immer noch weh. Ich hoffe, jemand kriegt den Idioten, der das gemacht hat. Wie ist das passiert? Also, ich wurde angegriffen, als ich eines Nachts ziemlich spät hier war. Normalerweise gehe ich ja so um 8 nach Hause. Aber diesmal bin ich länger geblieben, weil jemand Wasser... Weil jemandem Wasser gestohlen wurde und ich nach unseren Vorräten sehen musste. Dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass ich im medizinischen Labor mit einer großen Beule am Kopf aufgewacht bin. Bald drehen hier alle durch und bringen sich wegen des Wassers gegenseitig um. Ich habe keine Ahnung, was man dagegen machen kann. Ich werde mich drum kümmern. Aber werde ich das wirklich... Kann ich da reingehen? Nee, lieber nicht, ne? Ich will die jetzt nicht aggro machen, weil ich... Ne, die sind eh schon alle so paranoid wegen dem Wasser. Bürger. Gehen wir gar nicht erst rein, sind alle nur Bürger. Offizier! Bürger. Und da sitzt der Aufseher in seinem kleinen Geschütztürmchen. Reden wir mal mit der Offizierin da. Ich werde mit der Milch echt irren. Oder habe was ganz Falsches verstanden. Aber war Horrigan nicht ein Supermutant in einer Powerrüstung? Genau, basically. Genau, das kann man so sagen. Auf jeden Fall ein FIV-Mutant. Der quasi so ein bisschen von der Enklave direkt in seine Power-Rüstung eingeschweißt wurde. Ein Cyborg mehr oder weniger. Ein FIV-Mutant-Cyborg. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Was machst du? Ich kümmere mich hier in der Vault um die Sicherheit. Und um die Einhaltung der Gesetze. Ich glaube, du glaubst das vielleicht nicht, aber ohne mich würde die Vault nicht so gut laufen. Hört sich wichtig an. Das ist es auch. Würde das Gesetz nicht gewahrt werden, wäre die Vault bald ein gesetzloser und chaotischer Ort. Unser aller Sicherheit wäre in Gefahr. Ich habe in der Außenwelt einige Orte gesehen, denen es sehr schlecht geht, weil sie keine Gesetze haben. Ich habe gewusst, dass das passieren würde. Gesetzestreue Leute sind das einzige funktionierende Mittel, um die Vault vor Elend und Zerstörung zu bewahren. Mach weiter so. Okay, mache ich. Okay, dann gehen wir mal zum Vault-Aufseher. Morgen gibt's keinen Stream. Weil wir haben heute quasi früher angefangen und ich mache auch ein bisschen länger. Wir haben Eternal Darkness quasi schon durchgespielt. Deswegen, weil der Stream morgen ausfällt. Da kannst du nicht hin. Warum kann ich da nicht hin? Naja, dann gehen wir mal an den Computer. Du kannst mehrere Informationen von diesem Terminal bekommen, wenn du... Aha! Jetzt ist endlich unsere Zeit gekommen. Wissenschaftsskill. Ich verstehe nicht... Ich weiß nicht mehr genau, was ich mit dem Steuerchip jetzt mache.
Soll ich den hier einfach einbauen? Nee, es geht gar nicht. Warum kann ich nicht mit dem Vault-Aufseher reden? Was ist da los? Stimmt da irgendwas nicht? Hast du jetzt klappt's. Genau, näher ranstellen war die Lösung, ja. Okay. Ja, ich habe ihn, aber wir sollten überlegen, ob wir die Vault-Bewohner nicht doch nach draußen bringen. Nun, du hast dir das ehrlich verdient. Doch zuerst das Überleben. Gib mir den Chip und wir reden, wenn du deinen Bericht abgibst. In Ordnung. In Ordnung. Sekunde, der Chip wird initialisiert. Her. Jetzt geht's los. Selbsttest ist grün. Reboot ist okay. Ha! Es klappt! Sieht so aus, als hätten wir es geschafft! Du hast uns gerettet. Gut gemacht. Gern geschehen. Es ist sogar eine Antwortmöglichkeit. Sehr gut. Du hast die Vault gerettet. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt brauchen wir deinen Bericht. Gib ihn uns in der Bibliothek. Bitte, geh dorthin. Okay. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Wir haben ein Level. Hurra. Ich noch mehr in Energiewaffen gehen, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Wir sind schon ziemlich perfekt. Ich gehe trotzdem ein bisschen in Energiewaffen. Und noch ein bisschen, bringen wir öffnen mal auf 100, oder? Und auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, machen wir jetzt Wissenschaft auch auf 100 mal. So, wisst ihr was? Noch mehr auf Energiewaffen, whatever. Bam. Okay, cool. Aha, jetzt haben wir endlich mal was gemacht an dem Computer. Vielleicht waren wir davor einfach zu dumm. Du fummelst ein bisschen am Computer herum, doch es sind wissenschaftliche Kenntnisse nötig. Achso, bla 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 bla. Du nutzt das Computersystem der Vault. Du verbringst einige Zeit mit der Suche nach wichtigen Informationen. Aha. Gut, haben wir welche gefunden? Das Computersystem der Vault. Du verbringst einige Zeit mit der Suche nach Informationen. Haben wir jetzt schon unseren Bericht geschrieben? Wartet mal, gucken wir mal kurz auf unseren Pip-Boy. Ja, wir haben alles gemacht. Ja genau, 200 ist der Maximalwert. Aber wir treffen eh schon perfekt auf große Entfernungen aktuell. Gehen wir mal nochmal zum Aufseher. Gucken wir mal. Oh, mit den Hunden, das habe ich eh schon öfter erzählt. Das hat leider nicht funktioniert mit den Hunden. Die waren ja aus dem Tierschutz. Ich wollte dir nur sagen, dass die Wasservorräte stabil sind. Wir füllen gerade die Reserven auf. Und wir haben das 2 Wochen mit dem versucht. Da wäre nur ein kleines Problem. Puh. Aber einer von beiden hat leider, je mehr sich eingelebt hat, je mehr aggressives Verhalten hat er gezeigt. Und vor allem nicht nur uns, sondern auch den Katzen gegenüber. Und das ist uns leider zu gefährlich geworden. Deswegen konnten die leider nicht bei uns bleiben. Und die wollten die nicht trennen beim Tierheim, bei der Auffangstation, weil die so aneinander hängen. Jetzt haben wir beide leider wieder abgegeben. Was echt ein bisschen traurig ist. Aber die finden bestimmt ein cooles Zuhause ohne Katzen. Und wir sind weiter auf der Suche jetzt. So, welches Problem gibt's denn? Mich stören deine Berichte. Das heißt, der Inhalt der Berichte. Hey, sie haben mich zu Tode erschreckt. Wegen der Mutanten. Ich habe ein bisschen gerechnet. Und, naja, das Ergebnis klingt nicht gut. Oh. Was ist denn das Ergebnis? Die Zahl der Mutanten ist größer, als durch natürliche Fortpflanzung oder Mutation möglich ist. Deshalb glaube ich verstehe es nicht ganz. Aber scheinbar erzeugt jemand neue Mutanten. Und das verdammt schnell. Hm,
Da muss es wohl irgendwo ein Labor geben. Genau. Und wie du vielleicht schon ahnst, werden diese Mutationen nicht von der Natur hervorgebracht. Nicht einmal von der Strahlung aus dem Krieg. Die Strahlung aus dem Krieg bleibt immer gleich. Was soll ich machen? Solange jemand so schnell feindliche Mutanten herstellt, steht die ganze Welt auf dem Spiel. Suche und zerstöre das Labor, so schnell du kannst. Und ich muss das wieder erledigen? Du weißt gar nicht, wie ungern ich dich wieder hinausschicke. Okay. Haben wir wohl keine andere Wahl. Jetzt muss ich aber vielleicht meinen Wissenschaftsskill nochmal auf ein paar Terminals hier anwenden. Oder war das im zweiten Teil, dass man da Erfahrungspunkte dafür kriegt? Weil das ist alles irgendwie... Es passiert nicht wirklich viel hier. Nee, es werden gar nicht alle getötet. Auch im Fallout 2 nicht. Im Gegenteil. Aus den Nachkommen vom Auserwählten, vom Vault Dweller und den Bewohnern aus Vault 13 entsteht ja ein neues, riesiges, prächtiges Arroyo. So, es wird Zeit, dass wir endlich mal verkaufen gehen, würde ich sagen. Let's go, Leute. Wir haben noch viel vor uns. Irgendwo da draußen. Vielleicht im Osten, vielleicht aber auch ganz woanders, muss es irgendein Labor geben, aus dem ganz viele Mutanten kommen. Wir müssen uns drum kümmern. Los geht's. Okay. Geben wir mal. Jetzt müssen wir Informationen. Wir haben keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal Informationen sammeln. Jetzt gehen wir mal nach Shady Sands und sagen da mal nochmal Hallo. Würde ich sagen. Da waren wir schon lange nicht mehr. Das ist eine gute erste Anlaufstelle. Reden wir mal mit dem Bürgermeister. Mal gucken, ob der neue Informationen über irgendwelche Mutantenquellen für uns hat. Hallo, Aradesh. Gut, dass du gekommen bist. Ich brauche dringend Hilfe. Meine Tochter Tande ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, was für ein günstiger Zufall, dass ich hierher gekommen bin. Hast du schon versucht, sie zu retten? Mein Volk hat keine Erfahrung. Schon 3 Patrouillen suchen nach ihr, aber keine kam zurück. Hilfst du mir? Okay, aber wer könnte sie denn entführt haben? Seth und ich glauben, dass ein Gangsterklang dahinter steht. Vergeltung für unseren Widerstand. Nimm den Speer. Er wurde gefunden, wo meine Tochter verschwand. Okay, ich werde dem nachgehen. Bitte, sprich mit Seth. Er weiß viel über die Gangster. Gott mit dir, Wanderer. Okay, sprechen wir mit Seth. Ich glaube, der steht am Eingang rum, wenn mich nicht alles täuscht. Hallo, Seth. Wo ist Tandy? Warum hast du sie nicht selbst befreit? Warte mal, hä? Das sagt der zu mir? Ich bin dabei. Bitte beeil dich. Danke für die zusätzlichen Informationen, die Aradesh mir versprochen hat. Fallout 1, keine Erfahrung. Fallout New Vegas steht vom Hoover Dam. Hä? Was? Dann gehen wir mal da unten hin. Die haben uns ja schon die Location vom Raider-Lager verraten. Ach so, du meinst die Shady Sands-Leute. Ja, genau. Aber da vergeht ja auch ein bisschen Zeit. Ich verstehe schon. Es ist Death Hand. Er ist wieder da. Das ist schon auch lustig hier irgendwie. Die halten mich für Death Hand.
ich hab dich umgebracht. Ja, hast du. Ich bin zurückgekehrt, dich zu quälen. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Glaub es, Freundchen. Und du leistest mir in der Hölle Gesellschaft. Wir sehen nämlich rein zufällig, wenn wir eine männliche Figur spielen, exakt aus wie der Vater von dem Raider-Boss hier. Und das ist Death Hand. Und er hat eben seinen grausamen Vater umgebracht und kann nicht glauben, dass er jetzt zurückgekehrt ist. Okay, in die Augen. Was? Oh. Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit daneben schießen. Und dann haben wir nicht mal mehr so viel Munition. Ich glaube, wir kriegen das schon hin, aber ich hätte mal speichern sollen. Shit. Das wäre echt gut gewesen. Ich habe lange nicht mehr gespeichert, glaube ich. Zum Glück erschießen die sich gegenseitig. Das ist gut. Ich muss mal schnell die Kampfgeschwindigkeit auf 11 drehen, vor allem für die Gegner. Das dauert hier mit so großen Gruppen schon sehr lange. Kampfgeschwindigkeit maximal! Okay. Und außerdem speichern Kampf 2. Let's go! So, und jetzt werden wir nochmal mit unseren verbleibenden Schüssen hier in die Augen schießen. Wow, nicht also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, dass er das überlebt hat. Ich hoffe, wir überleben das, was jetzt dann auf uns einprasselt, auch. Wir haben zwar eine sehr mächtige Waffe, aber nicht unbedingt so supermächtige Rüstung. Alia ist schon mal tot. Bis jetzt ist alles gut. Soweit. Die Speerwachen kommen. Irgendwo, überall ziehen sie. Wir hätten auch ein bisschen mehr mit denen reden können, aber ich finde dieses Death Hand Ding schon lustig. Jetzt ist es, it is what it is. Und wir haben ihn so hart in die Augen geschossen, dass er in der Hälfte auseinanderbricht, wie wir das kennen. Sehr gut. Raider ist tot. Rückzug, das ist eine gute Entscheidung. Aber ich habe nicht mehr so viel Munition. Vielleicht noch ein, maximal zwei Schuss. Und ich habe auch nicht mehr so viel Lebensenergie. Da sollte ich auch mal ein bisschen aufpassen. Wir brauchen mal eine Heilung. Befürchte ich. Die Raider treffen zum Glück gar nichts, außer mich. Aber okay, also. Ich gehe mal ins Inventar und pfeife mir mal ein großes Stimpack rein. Hey, warte mal. Wir haben hier... Das Ding benutzt doch Energiezellen, oder? Fusionszellen. Ah... Okay. Genau, okay. Aber die Laserpistole ist auch gut. Haben wir ja noch ein bisschen. Ich dachte, das benutzt die gleiche Munition. Deswegen hat es mich so gewundert, dass wir schon leer sind. Aber das sind verschiedene. Passt schon. Yeah! Na, alle treffen daneben. Alle treffen nix. Hi, Propaganda-Panda. Lasergewehr braucht die großen Energiezellen. Ganz genau. Ja, ja, ja. Ich weiß schon wieder. Ich wusste nur nicht mehr, ob das in Fallout 1 auch schon so war. Ich habe das verwechselt. Ah, der zieht sich zurück. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir gewinnen. Naja, Kopfschuss tut's auch diesmal. Oh nein, muss sich Doc mit etwa auch zurückziehen oder verfolgt er den Flüchtenden? Ich glaube, der verfolgt den. Ja, genau, gut. Mach das. Töte diesen Idioten! Au!
Hab mich ein bisschen mit dem Messer geritzt. Na warte, dafür gibt's mit der Laserpistole in die Augen. Und er schmilzt einfach. Die Todesanimationen sind schon super schön. Genau, wir haben gerade den Wasserchip eingebaut wieder. Und jetzt müssen wir die Quelle der Mutanten finden, die irgendwo herkommen. Und wie gesagt, wie schon öfter gesagt, ich versuche meinen Charakter so unwissend wie möglich zu spielen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Leute befragen, ob irgendwer was weiß über irgendeine komische Mutantenquelle. Na, der ist ein bisschen weit weg. Jetzt warte mal, ich könnte 4 Schritte gehen. Nein. 3 Schritte. Ich würde nur gern Dogmeat retten, aber okay. Ich schieß mal in ihre Augen. Schieß mir in die Augen, Baby. Warte mal, nicht du mir. Naja, verstehst schon. Oh, ich habe Angst um Dogmeat. Nicht Dogmeat töten. Hey, wie ihr tötet Dogmeat. Ihr törichten Tölpel. Ich speichere mal lieber. Dogmeat hat ein bisschen was eingesteckt jetzt. Okay. Jetzt dürfte ich die gut sehen können. Jetzt kann ich mal den hier auf den Kopf. Ja, ich versuch's. Ja, hat leider nicht gereicht. Aber Dogmeat, gib denen den Rest. Yes! Gut gemacht, Dogmeat. Ian schafft's leider nicht, den anderen zu töten. Okay, alles gut. Soweit? Soweit, so gut alles. Ich versuche auf den zu schießen. Und er ist tot. Cool. Braver Dogmeat. Oh. Detch, danke schön für deine großzügige Spende. Ich weiß nicht, warum es wieder nicht vorgelesen wird. Ein paar Kronkorken für eine Nuka-Cola oder Sunset Sarsaparilla. Dankeschön. Freut mich sehr, sehr freundlich von dir. So, schießen wir dem mal zur Feier des Tages in die Augen. Er schmilzt leider nicht. Ich bin gefangen zwischen Dogmeat und dem und kann mich nicht bewegen. Aber ist okay. Hey, Ian! Nicht Dogmeat erschießen. Schau, da kommt noch ein Gegner. Nimm die. Der flieht, das ist gut. Gut, ich glaube, der Kampf ist so ziemlich gewonnen. Ne? Ich meine, gerade in Fallout 1 und 2 kann immer noch irgendwas komplett Bescheuertes passieren. Aber ja, sieht gut aus. Cool. Können wir den Kampf schon beenden? War's das? Ich glaube, das war's erstmal. Cool, ich bin stolz auf uns alle hier. Gut gemacht, Team. Einmal kurz speichern. Oh, ich war immer noch nicht bei einem Händler. Guckt euch an. Ah, nein. Der hätte zumindest die Rüstung und so. Das wäre schon, da könnte man schon gut verkaufen hier ein bisschen, ne? Ich glaube, hier müssen wir echt zurückkommen. Später ein bisschen plündern vielleicht noch. Ich nehme mal Bargeld und Drogen mit. So, ich schätze mal, das da hinten ist Handy. Mein Ian, bitte. Ich bitte dich. So. Ah, warte, plündern wir die 3 auch noch schnell. Und den Schreibtisch gucken wir auch mal. Guck mal, da hinten geht noch wer. Ob die noch aggro wird, wenn wir rausgehen? Munition, die wir leider bestimmt wieder nicht nehmen können. Also doch, tatsächlich. Ja, nur teilweise. Wir müssen ja wirklich wiederkommen, wenn wir ins Inventar frei haben. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie mit irgendwem handeln können. Vielleicht auch in Shady Sands. Und dann schauen wir weiter. Ah, reparieren, ja genau. Öffnen! 25 Erfahrungspunkte. Und damit beende ich meinen Zug. Lass uns von hier verschwinden. Ja, Tandy, ich bin dafür. Muss ich wirklich erst alle töten, bevor wir abhauen können? Ja, anscheinend.
Willst du Ärger? Dann steck besser deine Waffe weg, rief sie, während sie vor mir flüchtete. Oh nein, es ist eine Falle! Wow, not bad. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr gut. Sehr schön. Die hat mich voll in eine Falle gelockt. Da stand schon der Kerl mit dem Speer und hat auf mich gewartet. Dafür kriegt er was in die Augen. Und er fällt um und ist tot. Tandy, ne? Die versteht, man merkt schon, die hat Präsidentin-Potenzial. Das spüre ich. Ich befreie sie aus der Gefängniszelle und die hat nix Angst oder so. Die zieht sofort ihr Messer und geht voll auf die los. Sehr gut. Ui, Schmelzschuss. Tandy, du gehst aber nicht auf mich los, oder? Nee, alles gut. Ich war mir gerade nicht sicher. Das sah gerade so aus, die ist so bedrohlich mit ihrem Messer auf mich zugegangen. Nicht schlecht. Ja, ich schaue mich gleich nochmal in Ruhe um. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen... Eben, wie gesagt, hier ist so viel Loot noch. Aber ich will mal alle töten. Wenn wir schon hier sind, dann bringen wir gleich alle um. Ist hier noch jemand? Ah, guck mal, da unten steht noch wer. Hallo, Speerperson. Wollen wir kämpfen? Oh, ich habe meine maximale Tragekapazität überschritten und deswegen habe ich gerade Lebensenergie verloren. Nein, hau ab, ey. Bist du dumm? Warum? Wie viel kann ich denn tragen? Das ist ja Quatsch. Tragekapazität 110. Aha, ich habe 109 Gewicht. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Haben wir Beef-Wüstengangster? Was willst du? Nichts, ich schaue mich nur um. Dann mach's anderswo. Okay, cool. Wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Du darfst leben. Kluge Entscheidung. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, wen wir hier nicht alles mitretten, ne? Okay, die Zelle ist leer. Aber 25 Erfahrungspunkte fürs Knacken. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab und kommen vielleicht irgendwie später nochmal wieder, wenn wir Geld brauchen. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Shady Sands. Alle sind glücklich und happy und froh. Wie war das nochmal, wenn du jetzt weggehst, die Leichen verschwinden, aber der Loot bleibt liegen? Hey, ich bin mir auch echt nicht mehr sicher, wie das im ersten Teil war, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hoffe einfach, dass das so ist. Im zweiten Teil bleiben, glaube ich, diese braunen Säckchen überall liegen, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es ist alles schon wieder so lange her. Das sehen wir dann gleich. Wenn es weg ist, ist es auch nicht schlimm. Für deinen Mut und deine Tapferkeit stehe ich tief in deiner Schuld, Wanderer. Deine Belohnung. Danke. Kann ich dich noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Kannst du mir was über andere Städte in der Gegend erzählen? Hatten wir alle schon, ne? Was möchtest du wissen? Mutanten. Ich weiß nicht. Supermutanten. Nein. Nein, ich weiß davon nicht. Mutant. Nein. Nein, ich weiß. Okay. Ade, mein. Ade, mein Freund. Anscheinend weiß Aradesh nichts über irgendwelche Mutanten. Wo ist denn Tandy jetzt eigentlich? Der sagt mir wieder, ich soll gehen, weil es so spät ist, oder? Ja, ich bin. Nee, ist schon gut. Ich bin eh unverletzt. Ich brauche keine Hilfe. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Wir könnten mal Seth noch zu den Mutanten befragen. Wir alle hier danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Okay. Und ich schätze mal, er hat seine Prioritäten. Mutanten. Darüber weiß ich nichts. Mutant? Nie davon gehört. Labor? Darüber weiß ich nichts. Okay.
Das war's, danke. Ah, da ist Tandy. Hi! Ich hatte Angst, dass du weg bist und ich dir nicht mehr dafür danken kann, dass du mich gerettet hast. Oh, das war toll! Action, Abenteuer! Wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Vielleicht könntest du mir ein paar Fragen beantworten. Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Gucken wir mal, ob sie was weiß. Mutant. Ich weiß nicht. Frag mal Seth oder meinen Vater danach. Mutanten. Ich weiß nicht. Frag mal Seth oder meinen Labor. Vater danach. Okay. Dankeschön. Also, vielen Dank. Fremde sind nur selten hier und ich höre gern neue Stimmen. Nun, bis dann. Tschö. Okay, Handy gerettet. Das ist Volt 15. Dann würde ich sagen, klappern wir mal die Städte ab. So ein bisschen und reden einfach mit den Leuten. Wir haben ja schon ein bisschen Kontakte knüpfen können. Ne? Wir haben schon ein paar Leute kennengelernt. Gucken wir mal. Oh, Zufallsbegegnung. Schon wieder ein Haufen Red Scorpions. Wie immer. Bringt dieses Fragen eigentlich auch was? Kann es unter Umständen tatsächlich. Aber eher selten. In die Augen. Meine Güte, ich glaube, ich habe diese Animation noch nie gesehen. Das war das Schönste, das ich jemals gesehen habe. Danke dafür, Fallout 1. Meine Güte, war das cool. Okay, ich bin dran. Oh, ich habe nicht gezielt geschossen, ich Trottel. Naja, ich gehe dann ein paar Schritte weg, ist auch nicht schlecht. Hallo, Kabuck. Was geht? Hey, nicht Doc mit töten. Da hört der Spaß auf. Ist alles Shits and Dandy hier, bis irgendjemand Doc mit tötet, ne? Dann ist nicht mehr lustig. Muss sagen, ist das beste Abendprogramm, deinen Stream mit Fallout laufen zu haben und gleichzeitig Fallout 4 weiter zu leveln. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke. Freut mich. Und ja. In die Augen! Ja, guckt ihn euch an, wie er verkokelt ist. Ist das nicht schön? So. Ja, ist auch tot. Jawohl, Team. Wir sind die Besten. Ich bin stolz auf alle. Auf alle Anwesenden, auch auf den toten Händler hier, weil ohne seine 82 Kronkorken und sein Stimpack würde ich vielleicht die Welt nicht retten können, ne? Man weiß es nicht. Hallo, Raccoon. Kannst du deinen Charakterbogen zeigen? Können wir uns gleich nochmal anschauen. Da wollten wir hin. Ich habe einen sehr spezialisierten Fernkämpfer gemacht. Ups. Falsch. Hier. Wir haben 9 Wahrnehmungen, 9 Intelligenz, Beweglichkeit, Glück. Sehr viel Glück. Hoffentlich kriegen wir noch coole Zufallsbegegnungen und voll auf Energiewaffen spezialisiert. Was den Anfang schwer gemacht hat, aber jetzt, seit wir Energiewaffen haben, ne, sind wir krass. Und aktuell haben wir heller Kopf und mysteriöser Fremder. Begabt, kleiner Körperbau als Startskills. Unser Karma ist auf 29. Und wir haben 11 Frauen, 10 Ghouls, 24 Männer, 19 Red Scorpions, 102 Ratten und 6 Supermutanten auf dem Gewissen. Hallo. Steck das lieber weg. Ah ja, du hast absolut recht. Entschuldige. Okay, Wiedersehen. Hab nicht dran gedacht, dass ich hier lieber keine Waffen tragen sollte. So. Tut mir leid, aber die Tore sind nachts geschlossen. Haben wir jetzt eigentlich... Nein, genau, wir haben jetzt auch kein Zeitlimit mehr.
So, was wollte ich machen? Genau. Wir wollen warten bis morgens. Um 6. Los geht's. Ich erinnere mich an letzte Woche, als du die Plasmapistole gekauft hast. Nee, die haben wir nicht gekauft. Die haben wir in der Kanalisation gefunden, die Pistole. Und gleich drauf habe ich das Gewehr vom Supermutanten bekommen. Definitiv ein Massenmörder. Kann man es ungefähr mit Dungeons & Dragons vergleichen, was das Regelwerk angeht? Kennst du GURPS? Das ist quasi auch so ein Pen-and-Paper-Regelsystem. Und darauf basiert Fallout ganz stark. Das sollte ursprünglich mal ein GURPS-Lizenzspiel werden, aber das hat lizenztechnisch nicht geklappt. Aber man merkt noch ganz stark, dass GURPS die Grundlage ist. Und das kann man schon in gewisser Weise mit Dungeons & Dragons vergleichen, auf jeden Fall. Tote Gegner verschwinden, wenn man das Gebiet verlässt. Naja. Die Munition hatte ich gekauft, genau. Ist auch nicht tragisch, wenn das noch so ist hier im ersten. Man sollte deshalb tote Gegner looten und die Beute fallen lassen. Das sind natürlich Pro-Tipps. Das ist gut. Das ist interessant zu wissen. Wollen wir handeln? Hast du irgendwas? Nee, du hast ja wirklich gar nichts. Ich bräuchte wirklich einen guten Händler, der ein paar Kronkorken hat. Ich muss nur was loswerden. Ich suche Arbeit. Wenn du nichts gegen ein bisschen Gemauschel hast, ich weiß nicht genau, ist Gemauschel nicht so flüstern und sowas, dann kann dich jemand brauchen, der was über die Skulls herausfindet und beweist, dass die in illegale Tätigkeiten hier verwickelt sind. Oder sprich mit Killian, der hat vielleicht Arbeit für dich. Okay, danke. Killian ist eine gute Idee. Gehen wir mal zu Killian. Der hat bestimmt ein paar Kronkorken für uns. Ach, und haben wir da drin nicht irgendwie versehentlich den Arzt umgebracht? Ich wollte auch mal zu denen in den Keller gucken, ne? Aber gut. Es gab anfangs noch ein verdecktes Zeitlimit. Wenn man sich zu viel Zeit lässt, hat man die Armee des Meisters vor Vault 13 erobert. Wurde aber nirgends angezeigt. Das ist mit dem späteren Patch rausgenommen worden. Ja, genau. Stimmt. Wo ist Killian? Wo ist Killian? Da steht er. Komm, rein mit uns. Aber warum stehst du hier hinten rum? Komm später wieder. Achso, es ist... Hä? Ich verstehe nicht, warum er in dem Spiel standardmäßig bis 6 Uhr morgens warten kann, wenn alle immer erst um 8 Uhr ready sind. Aber okay, meinetwegen. Und jetzt teleportiert er sich auch an seinen Handelsplatz, wie sich das gehört. Hey, Taco. Was kann ich heute für dich tun? Warum findest du eigentlich Fallout 2 besser als Fallout 1? Fallout 2 hat sehr viele Quality of Life Changes. Das wurde mit einer anderen Engine gemacht und das hat sehr viele Verbesserungen im Vergleich zum ersten. Das steuert sich besser, man kann besser mit den Begleitern interagieren und so weiter und so fort. Das hat ganz viele kleine Vorteile, die das einfach alles ein bisschen schöner zu spielen machen. Der erste ist da noch ein bisschen klobig. Das ist der Hauptgrund. So, Killian, lass uns handeln. Bitte sag mir, du hast Kronkorken. Oder habe ich dir schon alle abgenommen? Nein, immerhin ein bisschen. Gut, ich habe Stuff für dich. Wie wär's zum Beispiel mit einem wunderschönen Flammenwerfer? Du kannst dir nicht mal den Flammenwerfer leisten, Killian. Was zur Hölle ist los mit dir? Gib mir noch das Stimpack. Oh, das ist wirklich... Gib mir die dann noch von mir aus. Und die nehme ich auch. Ja, und die 200 schenke ich dir. Immerhin sind wir ordentlich gewichtlos geworden. Was kann man hier so machen? Oh, hier gibt's viel zu tun. Scumpets ist an der Ostseite, beim Eingang. Klasse Schuppen. Gizmo ist nah dran. Marcells Crash House ist genau unter... Danke. Ich gehe dann mal. Jetzt muss ich mal kurz in meinen Pip-Boy gucken. Habe ich tatsächlich in Chunktown
Ja, die Skulls Gang auffliegen lassen, haben wir tatsächlich noch eine Mission. Könnte man natürlich machen, wenn man schon hier ist, ne? Wenn wir schon mal da sind, könnte man nochmal zu den Skulls gehen. Ich könnte auch mal hier kurz Hallo sagen, aber ich schätze mal, da haben wir schon eine Geiselnahme hinter uns gebracht. Der Blutfleck ist noch am Boden. Ich will eigentlich gar nicht schlafen. Alles gut, ich gehe schon wieder. Ich brauche kein Bett, dankeschön. Hast du eigentlich nach der längeren Runde Fallout auch eine Zeit lang das Bedürfnis, Kronkorken auch in echt einzusammeln? Der Tetris-Effekt. Nee, in dem Fall nicht, aber ich kenne das auch total gut. Als ich Metal Gear Solid 5 gespielt habe, habe ich immer, wenn ich so einen Baucontainer gesehen habe, das dringende Bedürfnis verspürt, dass ich da Luftballons dranhänge zum Beispiel. Ah, warte mal, ich wollte die Pistole gar nicht ziehen. Ich bin nur dumm. Alles gut, Leute. Bitte nicht böse werden. So, gehen wir mal. Wir waren gar nicht... Warum war ich nicht im Scum-Pit? Was zur Hölle ist eigentlich los? Oh nein. Jetzt ist das Scum-Pit geschlossen. Der schläft im Stehen. Vielleicht hat das Gumpit wiederum nur nachts geöffnet, ne? Könnte schon sein. So, wo sind denn jetzt die Gizmos? Die Gizmos heißen sie ja gar nicht. Die, ich um mein Namensgedächtnis. Die Skulls, dankeschön. Ich dachte, dass die hier auch ihr Hauptquartier hätten. Hier hinter noch. Aber das stimmt anscheinend gar nicht. Dann bin ich schon an dem vorbeigelaufen wahrscheinlich. Hat Kellogg nicht sogar zur Zeit aus Fallout 1 und 2 bzw. Fallout 2 gelebt? Also kann ich dir ehrlich gesagt spontan gar nicht genau sagen. Kellogg ist auf jeden Fall, glaube ich, über 100 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Fallout 2, ja doch, Fallout 2, Fallout 1 wahrscheinlich eher nicht, aber Fallout 2 kann gut sein, ja. Aber müsste ich jetzt auch mal nachschauen, die Jahreszahlen habe ich auch immer nicht so genau im Kopf. Ich hatte mal Powerade in einer Coca-Cola-Flasche. Gefühlt Nuka-Cola. Ja, verstehe ich. Na gut, dann gehe ich mal in den Keller. Aber wo sind denn die Skulls? Bin ich jetzt komplett blöd? Oder verwechsel ich das gerade mit den Blades? Kann das sein, dass ich das gerade durcheinander bringe? Reden wir mal mit Doc Morbid. Der Doktor ist draußen. Was zur Hölle passiert? Was zur Hölle passiert hier gerade? Der Doktor ist draußen und dann geht er da die Leiter runter. Doc Meat, gehst du jetzt auch die Leiter runter? Nee. Hä? Ich glaube, ich habe hier einen lustigen Bug. Ich speichere das hier mal. Okay. Ich gehe mal da runter. Nein, wir werden angegriffen. Ah, oh, schade. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, warum ich es mir mit denen verscherzt habe. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber gut. Hilft ja nichts, ne? Die haben mich... Ich habe wahrscheinlich einfach eine blöde Dialogantwort gewählt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kühlschrank ist gefüllt mit Organen und Körperteilen. Abgeschlossen. Dann? Nein, obwohl. Warum nicht? Du sperrst den Schrank auf. Nein! Es war eine Falle. Ah, wir hätten Entschärfen machen sollen, aber ist gar nicht so schlimm. Wurde kaum jemand ernsthaft verletzt. Alles gut.
Damn, wahrscheinlich wurden gerade wichtige Beweise vernichtet. Lustig. Okay, hier unten haben wir also eine Menschenmetzgerei quasi. Und in dieser Menschenmetzgerei wird, wir haben es gerade gesehen, werden angebliche Iguana am Spieß hergestellt. Aber was, wenn das gar kein Iguana-Fleisch ist? Dam, dam, dam! Fallout 1 und 2 hat so gute Ambient-Musik. Die Atmosphäre kommt einfach, ja, finde ich auch, einfach in keinem anderen Teil so gut auf. Würde ich auch so sagen. Wo sollte deiner Meinung nach Fallout 5 spielen? Ey, da habe ich ganz ehrlich keine Präferenzen. Das ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Ich bin gar nicht auch so USA-affin, dass ich da irgendwelche Orte besonders im Kopf hätte. Am liebsten wäre mir tatsächlich mal außerhalb der USA, aber das wird nicht passieren. Insofern ist mir das tatsächlich wurscht, muss ich dir sagen. Ist mir wirklich wurscht. Hier sind auch die Children of the Cathedral. Sie sind einfach überall. Was für Leute seid ihr? Wir sind die Children of the Cathedral. Wir leben und arbeiten unter den Glücklichen im Ödland. Kommst du jemals zum Boneyard, geh in die Kathedrale. Dankeschön. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. Ich weiß nicht, wo die... Okay, ich suche noch mal kurz. Ich gehe noch eine Runde und suche kurz nach den Skulls. Weil ich glaube, ich verwechsel die mit den Blades und habe die ganze Zeit ein Gebäude gesucht, wo eine Leuchtreklame mit Skulls draufsteht. Und ich glaube, das haben die Blades und die bringe ich gerade durcheinander im Kopf. Deswegen hätte gern Fallout in den Schneebergen. Ja, dann musst du Wasteland 3 spielen. Das ist dann das so ziemlich. Ich höre nie Radio in New Vegas. Ja, das Problem ist, dass wenn ich das streame, beziehungsweise vor allem dann auf YouTube hochladen will, dann kann man halt nicht wirklich Radio hören. Oder Metro, ja, genau. Deswegen höre ich auch selten Radio. Wobei das gerade in Fallout 3 natürlich schon ein sehr cooles Feature war, ne? Ach, guck mal, Gizmo ist noch hier und witzigerweise kreisen sogar Fliegen um seinen Körper. Der hat sich nicht aufgelöst. Das ist ja lustig. Das gefällt mir. Ja, Wasteland 3 gefällt mir auch wirklich sehr gut. Da hätte ich auch mal wieder Bock, das zu spielen. Wo wohnen nur die Blades? Ah, nee, da nicht. Und hier auch nicht. Und sonst sind hier gar keine Gebäude mehr. Ich guck mal noch da hinten hin. Ich weiß es wirklich nicht. Eben nicht die Blades. Nein, nicht die Blades. Die Skulls. Wo bin ich denn? Warum bewege ich mich nicht? Ich werde mal gucken, wenn wir zu Fallout 2 kommen, werde ich das auch ein bisschen modden. Nicht zu stark, ne? Ich möchte die alle ein bisschen schon Vanilla spielen. Aber für Fallout 2 gibt es ja schon ziemlich gute Community-Mods, die das Spielerlebnis nochmal ein bisschen verbessern. Nach Wasteland 3 hätte ich alles für ein Top-Down-Fallout getan. Ich hätte auch gern wieder ein eher klassisches, rundenbasierendes Top-Down-Fallout. Aber würde ich nicht drauf wetten. Ja, zur Location von Fallout 5 kann ich wirklich nichts sagen. Wirklich, weiß ich, kann ich überhaupt nichts sagen. Es gibt zum Beispiel einmal für Fallout 2 das große Restoration Pack. Das ist ganz interessant, weil das quasi so ein bisschen die Story von dem Original Fallout 2 wiederherstellt, so wie sie ursprünglich gedacht war und zusätzliche Charaktere und Story-Elemente einführt. Wie eben, Moment mal, könnte es sein, dass die da oben im Hotel sitzen? Wie zum Beispiel, dass schon vorher jemand losgeschickt wurde. Ja, da oben sind sie.
dass wir quasi ein anderes auserwähltes Wesen treffen, das aber dann den bösen Pfad einnimmt und so weiter und so fort. Aber müssen wir mal gucken. Was willst du jetzt schon wieder? Nichts, tut mir leid. Wie soll ich denn den Skald irgendwas anhängen, wenn die nicht mit mir reden wollen? Was soll ich denn machen? Soll ich die beklauen? Haben die ja auch nichts. Dann gehen wir jetzt einfach. Ich glaube, die Skulls haben überhaupt keinen Drecken am Stecken. Ja, aber die Skulls reden nicht mit mir. Deswegen kann ich mit denen nichts machen. Vielleicht habe ich den Moment schon verpasst oder so. Ich weiß es nicht. Keiner will mit mir reden. Ich lasse die Skulls jetzt einfach. Nee, ich bin aus Bayern, aber nah an der österreichischen Grenze. Geboren. So. Die Skulls können mich mal. Wir sind auf der Suche nach der Quelle von den Mutanten. Wir haben noch ein paar Orte aufzusuchen. Wir haben natürlich in Necropolis schon Mutanten gesehen. Seth wäre da vielleicht nochmal ein Ansprechpartner. Und wir haben ja noch von dieser mysteriösen Brotherhood gehört. Was es mit denen wohl auf sich hat. Da könnte man natürlich auch mal noch hingehen. Oh, wir waren außerdem noch gar nicht im Boneyard. Jetzt gehe ich nochmal in The Hub, aber ehrlich gesagt verspreche ich mir da nicht viel davon. Außer, dass wir hoffentlich nochmal gut handeln können. Aber es ist schon wieder mitten in der Nacht. Wir kommen immer, ich schwör's euch, wir kommen immer mitten in der Nacht an, oder? Irgendwo. Wie spät ist es jetzt? Ah ja, okay, dann schlafen wir mal nur 4 Stunden oder warten, besser gesagt, 4 Stunden. Ah, halt, stopp. Stecken wir mal die Waffe weg. So. Schön. Okay, auf zum Market. Die Fargo Traders, die haben wieder... gehen wir in den Gunshop. Der ist schon mal gut. Aber eine Seitentür, durch die wir gelaufen sind. Hallo, schön dich wiederzusehen. Womit kann ich an diesem schönen Tag dienen? Na, noch am Leben, wie es scheint. Ja, anscheinend. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Lass uns mal handeln. Hast du denn noch irgendwas Interessantes für mich? Speziell Kronkorken vielleicht? Ja, die 1700, die nehmen wir uns. Ich liebe im Brian Fargo-Spielen immer die Anspielungen an ihn selbst. Ja. Wie eben die Fargo-Traders, ja. Okay. Nimm bitte den Speer. Niemand will den haben. Nimm die beiden Leuchtfackeln. Auch weg damit. Ich weiß nicht, ob wir den Sprengstoff in Fallout 1 noch irgendwo jemals brauchen können. Aber ich behalte ihn lieber mal. Man weiß ja nie. Schrobmunition, weg damit. 9mm könnte ich Ian geben. Redex behalten wir auch mal. Aber Buffout kann weg. Geben wir auch mal Ian. Oh, guck mal, so viel Loot haben wir gar nicht mehr. Verdammt. Dann kriegt das Ian doch nicht. Dann habe ich mir gerade spontan anders überlegt. Hey, ich dachte, wir hätten noch mehr zu verkaufen. Aber wir sind halt einfach schwach und können nichts tragen. Ne? Das ist das Problem. Ian hat bestimmt genug Munition. Der hat bestimmt nichts dagegen. So, 12. Und dann müsste es stimmen. Tada! Farron Brigo in Wasteland, ja, genau. Ich bin froh, dass du es zockst. Ich kann mich leider selber nicht dazu bringen. Ist mir zu veraltet. Ich kann das sogar verstehen. Gerade beim ersten Teil kann ich das wirklich auch gut verstehen. Aber ich würde vor allem den zweiten Teil wirklich empfehlen. Ja, genau. Würde ich auch sagen, Qui-Gon.
Den zweiten kann man wirklich, der spielt sich viel besser als der erste. Ist natürlich immer noch rundenbasierend, top-down und so weiter. Aber der zweite spielt sich wirklich viel besser. Halt, stopp! Können wir... Ich bin mir immer nicht sicher. Nee, okay, da müssen wir noch eine Etage runter. Die Vernetzung der Städte ist immer verwirrend. Ich glaube nämlich, wir können uns leider... Und ich weiß auch nicht mehr, wo der Händler war, ey. Ich dachte, der war hier. Oder muss ich da nochmal ganz hoch? Wisst ihr was? Ich muss mal das Gebiet verlassen. Weil dann, wenn ich das Gebiet verlasse, dann kann ich einfach direkt dahin, wo ich hin will. Weil ich verlaufe mich hier nur komplett. Keine Chance. Mein Hauptargument ist eigentlich immer Marcus. Aber das mit der Quality of Life Changes ist auch gut. Marcus ist auch ein gutes Argument für Fallout 2, das stimmt. Bei Fallout 1 sind die Special Stats fix nach Charaktererstellung, oder? Relativ. Eine Power-Rüstung bringt immer noch einen permanenten Stärkebonus. Aber ansonsten bin ich mir echt nicht sicher. Leider bringe ich so viel mit Fallout 2 durcheinander, dass ich jetzt nichts Falsches sagen will. Im Original Fallout wird Darkwater von Richard Dean Anderson gesprochen und Supermutant Harry von Brad Garrett. Garrett spielt Rays Bruder in Alle lieben Raymond. Haben wir... Ja, ja, und wir haben ja auch schon mit Metal Gear, also mit Solid Snake, meine ich, geredet und mit Sam Colonel gleichzeitig. Also nicht gleichzeitig. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Ah. Ich kann nicht mehr reden heute. Genau, so ein bisschen wie in jedem Fallout außer Fallout 4. Man kann manche schon permanent erhöhen, aber im Großen und Ganzen sind die schon fix. Man kann die nicht einfach hochleveln, wenn das gemeint war. So, lass uns handeln. Du bist nämlich ein crazy Händler mit sehr coolem Stuff. Aber ich denke... Ich kann mir leider bei weitem immer noch nicht die Kampfrüstung leisten, die ich echt gern hätte. 19.000. Gar nicht bei so weitem, ehrlich gesagt, aber nee. Aber nee, der hätte auch einige Kronkorken, ne? Das ist einfach ein toller Händler. Ich mag den. Du bist mein bester Freund. Aber, ich rede mal kurz. Oder warte, lass mich kurz speichern. Ian. Lass mich dich kurz mal bestehlen, bitte. Du hast nämlich viele Waffen, die du wirklich nicht brauchst. Guck, das Messer brauchst du nicht. Das nehme ich dir auch weg. Die beiden hier weg. Die kannst du behalten. Hast du überhaupt noch eine 10mm Waffe? Ah, die hat er ausgerüstet. Okay, okay, okay. Und anscheinend trägt der eh die Rüstung nicht, ne? Das geht im ersten anscheinend auch noch nicht. Dann hätte ich jetzt doch ein bisschen was zum Handeln, mein Freund. Also, ich gebe dir ein ranziges altes Messer, ein ranziges altes Stromdingens, zwei nicht so ranzige alte Leuchtfackeln, so ein Gewehr und diese Rüstung hier. 2764, naja, okay. Reicht immer noch nicht, aber hey, nehmen wir mit. Ist cool. Oh, warte mal, so viel Geld hat er gar nicht. Dann nehme ich das hier wieder raus. Und dann gib mir mal die vollen 999. Und dann noch 947. Wir haben einen Deal. Puh. Nur wegen Fallout habe ich mir eine Pistole in 10mm geholt. Aha, okay.
dass die Original Fallout 1 Pistole in der Serie genutzt wird, das finde ich auch sehr schön. Die hätten viel mehr Fallout 1 und 2 Referenzen in der Serie einbauen sollen. Das hätte auch viel mehr Sinn gemacht eigentlich, ne? Weil wir spielen ja an der Westküste. Schon alleine, dass wir gegen einen Yao Guai kämpfen, also wir nicht, es ist eine Serie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein Yao Guai gehört halt an die Ostküste. An der Westküste hätte da von mir aus ein Wanamingo sein können oder so, aber die sind ausgestorben. Deswegen denke ich, dass der Last Survivor in Fallout 4 ein Synth ist. Einfach zu overpowered. Und deswegen kann er seine Stats hochleveln. Hm? Den Aspekt habe ich noch gar nicht betrachtet. Aber eventuell kann man das auch verargumentieren. Deine Auswahl ist gut, aber ich suche was mit mehr Durchschlagskraft. Irgendeine Idee? Boneyard. Okay, Boneyard ist unser nächstes Ziel. Auf nach Boneyard. Und dann zur stählernen Bruderschaft. Manchmal erkenne ich das, langsam erkenne ich, dass ich damals zu schnell bei Fallout 1 aufgegeben habe. Es sind wirklich sehr, sehr gute und coole Rollenspiele. Es ist wirklich auch immer noch. Ich finde die immer noch sehr gut. Aber halt leider tatsächlich ein bisschen klobig und alt und so weiter. Ich verstehe, dass man sehr schwer reinkommt. Ich fand das ganz interessant, weil meine Schwester hat schon auch ab und zu mal so ein bisschen Videospiele gespielt, aber nicht so viel. Und als dann die PlayStation 5 rauskam, habe ich ihr meine alte PlayStation 4 geschenkt. Und da hat sie Dragon Age Inquisition gespielt, ne? Und das war, glaube ich, so ihr erstes großes Rollenspiel. Sie war total begeistert davon, hat es komplett geliebt. Und dann habe ich gesagt, hey, spiel doch mal den ersten Teil. Spiel doch mal Origins, wenn dir Inquisition gefällt. Das ist ein bisschen alt, das ist ein bisschen klobig, aber glaub mir, wenn du da reinkommst, das ist gut. Und dann hatte sie am Anfang auch so ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten. Und nachdem sie dann reingekommen ist und nachdem sie es gespielt hat, hat sie gesagt, hey, ich muss ehrlich zugeben, im Nachhinein, jetzt wo ich den ersten kenne, finde ich Inquisition echt nicht mehr so gut. Davon war sie am Anfang voll begeistert. Aber im direkten Vergleich zum ersten Teil, wenn sie da mal reingekommen ist, war es dann so, ah, okay, irgendwie ist Inquisition doch nur so mittelmäßig im Vergleich dazu. Und so ein bisschen geht es mir auch, wenn man Fallout 4 zum Beispiel gespielt hat und dann spielt man Fallout 2. Wenn man reinkommt, ist das so viel besser. Aber, ja, es ist nicht so zugänglich. Willkommen, Editum, Fremder. Ich weiß nie, wie man das wirklich ausspricht. Sieh dich vor, wir lassen dich nicht aus den Augen. Ich will gerne eintreten. Zimmermann hat sicher eine Verwendung für dich. Komm rein. Aber denk dran, wir lassen dich nicht aus den Augen. Ja, das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Let's go. Gehen wir mal zu Zimmermann. Allein Low Intelligence Playthrough, ne? Dass sowas in den neuen Fallout-Teilen nicht mehr möglich ist, ist so schade. Weil das war einfach so lustig und hat einem so viele Möglichkeiten gegeben, komplett verschiedene Playthroughs zu machen und wirklich auch so Rollen zu spielen, ne? Finde ich auch so gut. Solche Spiele werden heutzutage nicht mehr gemacht. So, jetzt sind wir bei den Blades. Wer hat denn hier einen Namen? Wer hat denn hier was zu melden? Hier ist ganz schön viel los, meine Güte. Blades, Blades, Blades. Cecil. Ich dachte schon, ah, der hat einen Namen. Aber nee, das war nur Cecil. Aber du, genau. Dugan, der süchtig nach Nuka-Cola ist. Ey, ich habe gerade meine ganzen Nuka-Colas verkauft. Schade. Ja? Ich schaue mich nur um, danke. Okay, dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Ernster junger Mann, hallo. Ich glaube, ich habe dich hier noch nie gesehen. Kann ich dir irgendwie helfen? Wer bist du? Ich bin Michael. Meine Frau Christine und ich leben hier als Blades und wir helfen, wo wir nur können. Kannst du mir was über den Boneyard erzählen? Sicher, im Süden liegt Ardetim. Im Nordosten stößt du auf die Gunrunner, aber vorher musst du an den Deathclaws vorbei. Im Westen sind die Followers of the Apocalypse. Und noch weiter südlich ist so eine Art Kirche. Kannst du mir was über den Boneyard erzählen? Sicher, bla 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 hatten wir schon. Warum lebt ihr hier alle?
Es ist gar nicht so schlecht, hier zu leben. Die Regulatoren und die Deathclaws machen ab und zu Schwierigkeiten, aber unser Anführer Razor hat uns in den letzten Monaten sicher geholfen. Sehr geholfen. Und McRae hat uns erst kürzlich gezeigt, wie wir uns besser schützen können. Nichts, danke. Okay. Gut. Da wird's interessant. Gehen wir da mal rein. Eine Frau, eine wunderschöne Frau mit traurigen Augen. Hallo, wunderschöne, traurige Augenfrau. Hallo, was kann ich für dich tun? Bist du der Anführer dieser Gang? Gang? Wir sind keine richtige Gang. Ich bin hier der Anführer. Wenn ihr keine Gang seid, was seid ihr dann? Wir versuchen hier nur zu überleben. Additim hat uns in diese Lage gebracht. Sie unterwerfen uns und halten unsere Freunde und Familien wie Vieh. Wir können uns noch nicht mal verteidigen. Warum kämpft ihr nicht gegen sie? Wir brauchen bessere Waffen. Die Gunrunner sind nicht weit von hier. Die haben Waffen. Aber zu denen können wir nicht gehen. Warum könnt ihr da nicht hingehen? Zwischen uns und ihnen liegt ein Deathclaw-Nest. Wir haben noch nie mit den Gunrunnern selbst gesprochen. Die Regulatoren können die Deathclaws erledigen, aber aus irgendeinem Grund tun sie es nicht. Und wo sind diese Gunrunner? Wenn du zu den Gunrunnern willst, musst du erst nach Osten und dann nach Westen. Aber sei vorsichtig. Die Deathclaw ist nicht zu unterschätzen. Ich habe eine Deathclaw gesehen, die einen Mann mit einem einzigen Schlag vernichtet hat. Ja, tatsächlich. Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Warte mal ganz kurz. Wollen wir handeln? Hast du was Schönes? Nein, du hast absolut gar nichts. Ihr braucht dringend, anscheinend, bessere Ausrüstung. Wenn du sagst, ihr habt nicht gut genug Waffen oder sowas, dann meinst du damit wahrscheinlich, ihr habt absolut gar nichts. Okay, dann brauchen wir die Gunrunner. Okay. Gehen wir einfach mal ins nächste Gebiet. Allein die Follower of the Apocalypse sind so gut, ja. Ich würde Fallout 1 gerne First Person zocken, um mir den Meister anzusehen und seine Vault. Ich fände das so ein bisschen, weißt du, so als Museums-Expeditionsmodus fände ich das auch schön. Aber vom Gameplay her würde ich kein modernes Fallout-Remake haben wollen, wenn es jemals ein Remake geben würde. Also rein, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Ah, Deathclaws! Speichern! Aber hey, mit denen legen wir uns an. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich mache mir eher Sorgen um Dogmeat, ehrlich gesagt. Aber gucken wir mal. In die Augen! Das war ein sehr, sehr guter Treffer, aber Deathclaws sind einfach schon krasse Monster, ey. Huiuiuiui, schwer verletzt, ist noch nicht mal so gut wie tot. Es sieht schwer verletzt aus und hat schwere Verletzungen. Hat schwer verletzte Gliedmaßen, ja, okay. Deathclaws sind wirklich nicht zu unterschätzen. Aber die kriegen wir hin, glaube ich. Willkommen zur overpowersten XP-Farm in Fallout. Wie die Wanamingo-Höhle in Fallout 2. Au, das hat wehgetan. Gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist schlimmer. Okay, der hat wehgetan. Deathclaws sind nicht zu unterschätzen. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, anstatt zu schießen, obwohl das eine gute Idee wäre, gehe ich jetzt in mein Menü und heile mich mal nochmal ein bisschen. Und dann laufe ich mit meinen letzten zwei Aktionspunkten ein bisschen weg. Ich hätte gehofft, dass Ian mehr als 3 Trefferpunkte anrichtet. Die sind so nah an mir dran. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Okay, das war gut. Die haben uns nicht schlimm getroffen. In die Augen. Oh, 23 Trefferpunkte nur. Es entsteht zwar eine große Augenwunde, aber boah, nicht gut. Ian muss nachladen. Gar nicht gut. Der schießt nur noch mit seinem 10mm-Ding. Au. Au. Das überleben wir nicht. Oh, wir sind jetzt schon tot. Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf. Das ist ein schöner Schlusssatz. Nicht mal die Aasfresser sind auf meine verstrahlte Leiche scharf. Das versuchen wir nochmal.
Das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Das können wir hinkriegen. Das schaffen wir besser. Da sind Todeskrallen im Fallout 4 Kuscheltiere. Todeskrallen im Fallout 4 sind leider Kuscheltiere. Wenn man die vergleicht mit den klassischen oder auch den aus Fallout New Vegas, ne? Dann sind die Fallout 4 wirklich harmlos. Leider. Ich finde, Todeskrallen sollen super gefährlich und krass sein. Das wär mir viel lieber. Finde ich viel cooler. Dogmeat, schnapp sie dir. Fass. Ohne Schaden. Ohne Schaden. Ohne Schaden. Ein Schadenspunkt. Oh Gott. Die sind schon krass. Ein paar blaue Flecken und Narben. Gute Partygespräche. Okay. Ich gehe voll in die Offensive, solange wir es nur mit einer zu tun haben. In die Augen! 21 Schaden. Oh Gott, nein. Du bist so krass einfach. Ohne Schaden. Ohne Schaden. Voll daneben getroffen. Oh, 5 Schaden. Immerhin. Okay, und jetzt schaffen wir es. Wie sieht's aus? Sieht verletzt aus. Okay, das ist noch nicht sehr gut. Nochmal in die Augen. Oh mein Gott, Todeskralle, du bist so krass. Sie erzittert und knurrt. Sieht schwer verletzt aus. Wir halt leider auch, ne? Aber ich habe ja ein Stimpack auf der Schnellwahltaste. Das jage ich mir mal in den Hintern. Ein Schaden, 3 Schaden, 3 Schaden. Doppelt gibt Gas. Huiuiui, ich stehe wieder auf. Oh, nein, hau ab jetzt. Oh, ich brauche dringend bessere Rüstung. Noch ein Augenschuss. Oh mein Gott, nein, das war kein guter Treffer. So gut wie tot. So gut wie tot, Leute. Ihr schafft das. Bitte, Dogmeat. Beiß sie tot. Beiß sie in den Knöchel. Ohne Schaden kritisch getroffen. Sehr schön. 10 Schadenspunkte. Sie ist umgefallen. Dogmeat hat sie umgeworfen. Das heißt, sie hat ein bisschen weniger Aktionspunkte und darf vielleicht... Ja, sie darf noch einmal angreifen. Deshalb Railgun spielt schon das Level ab. Aber ob wir das verdient haben, schauen wir mal. In die Augen nochmal. Komm schon. Ah. Yes. Huh. Das war mal ein harter Kampf. Aber 1000 Erfahrungspunkte sind natürlich schön, ne? Aber es ist es auch wert, würde ich sagen. Und jetzt können wir uns hier nicht ausruhen. Jetzt gehen wir erstmal zurück in den sicheren Bereich, nachdem wir die erste Todeskralle hier besiegt haben. Oi, 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 oi. Und jetzt würde ich sagen, warten wir mal bis Mittag. Bis morgen Mittag. Ein bisschen erholen. Dass sich auch die Begleiter heilen. Oh, warte mal. Wir haben uns gar nicht geheilt. Im Gegenteil, wir haben Aktionspunkte verloren. Sind wir verstrahlt oder sowas? Habe ich was nicht mitbekommen? Nö, wir sind nicht verstrahlt und nicht vergiftet. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber ist auch egal, ich nehme einfach ein krasses Stimpack. Ohne Powerrüstung ist schon mutig. Ja, ja, voll. Während der Regierung kam eigentlich auf die Chamäleons als Basis für Todeskrallen zu nehmen. Hey, ich denke einfach mal, die haben so ein bisschen an allem rumexperimentiert und das hat halt gut funktioniert. Das ist meine Theorie, wer weiß. Die haben halt genommen, was sie so gefunden haben wahrscheinlich. Ich meine Maulwurfsratten, ne? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht die erste Wahl, wenn ich Biowaffen herstellen will. What are you buying? Ja, genau, das ist auch komisch, dass, ich würde gern bessere Waffen kaufen oder Munition dafür. Das ist auch so komisch, dass in Fallout 4 die plötzlich keine Rudeltiere mehr sind, wie du schon sagst. Aber weißt du, das kann man so ein bisschen erklären, dass halt in verschiedenen Bereichen des Ödlands verschiedene Subarten der Todeskralle leben. Warum denn nicht? Die pflanzen sich auch schon seit ein paar hundert Jahren fort. Ihr Körper ist voller FEV-Virus, der Hochmuttergen ist, überall verstrahlt. Und wir wissen ja, wie Strahlung im Fallout-Universum funktioniert. Also warum sollte es nicht super viel Subspezies geben? Das passt schon. In die Augen! Gut. Das war zwar kein sehr toller Treffer, aber immerhin Treffer. Jetzt haben wir die mal angelockt. Die braucht ein bisschen, bis die zu uns kommt. Wir können bestimmt noch mal schießen, bevor die in Nahkampfreichweite ist. Leider können ihn und Dogmeat jetzt auch noch nichts tun. Oh nein, die bringen Verstärkung mit. Nein, warte, die darf noch mal ziehen. Cheater.
Todeskrallen-Cheater. Cheater-Kralle. Todes-Cheater. Nochmal Augenschuss. Leute, habe ich nach dem ersten Kampf gegen die Todeskralle gespeichert? Bitte sagt mir, dass ich gespeichert habe. Ich speichere jetzt mal. Ich glaube nämlich, ich habe nicht gespeichert, weil ich ein absoluter Vollidiot bin. So. Ja, in Tactics gibt es nicht nur behaarte, sondern auch intelligente Todeskrallen. Ich muss sagen, auf Tactics freue ich mich schon. Manchmal ist mir das ein bisschen zu langatmig und nervig, aber grundsätzlich gefällt mir Tactics sehr gut. Ich finde das nicht nett, dass Todd Howard sagt, dass Tactics nicht Kanon ist. Tactics ist sowas von Kanon. Da kann Todd Howard sich auf den Kopf stellen. Lass Tactics in Ruhe. Brotherhood of Steel, ne? Von mir aus. Aber Tactics, da will ich nix Schlechtes drüber hören. Tactics ist cool. Das ist sehr anders. Das ist weniger Rollenspiel und mehr Strategie-Shooter. Aber das ist trotzdem gut. Ich glaube, wir sterben. Das ist nicht so gut. Wir leben! Aus irgendeinem Grund leben wir mit 5 HP gerade noch so. Du bist jetzt die Angeschlagene. So gut wie tot. Schwere Verletzungen. Ich kann einmal ungezielt schießen. Yes! Okay. Wo ist Dogmeat? Dogmeat ist da unten. Okay, ich dachte schon, der wäre irgendwie gestorben und ich habe es nicht mitbekommen. Nee, okay. Halt dich raus, Dogmeat. Ist eh okay. Einmal Augenschuss. Ich weiß immer nicht, ob es bei den Nahkampfeinheiten wie Deathclaws sinnvoller ist, meine übrigen Aktionspunkte hier als Rüstung zu sammeln. Oder ob ich lieber weggehen soll. Und ich gehe lieber ein paar Schritte, weil ich glaube, dann können die eventuell einmal weniger angreifen. Das ist es unter Umständen wert. It just works. Die haben meine ganze Fraktion nach meinem Lieblings-Fallout benannt. Ja, genau. So war das. Ich hätte im Fallout New Vegas nur die Pfeilpistole gegen die Todeskrallen. Ah, das ist auch nicht schlecht. Okay, nochmal Augenschuss. Nein, wir können uns nicht leisten, daneben zu schießen. Weil jetzt sind wir tot. Na toll. Toll. Die Dunkelheit des Lebens. Die Dunkelheit des Lebens kann mich mal. Ich muss öfter speichern, Leute. Ohne Scheiß. Ja, Linky. Die Dunkelheit des Linkys sitzt vor mir und guckt blöd. Oh, das war ein guter Treffer. Ich meine, Ian, ne? Klein Ian macht auch Mist. Wie ist Ian eigentlich vom krassesten Begleiter überhaupt zu dem geworden, was er jetzt ist? Ja, weil er keine Munition mehr für seine guten Waffen hat. Ich bin halt selber schuld. Oh, ich dachte schon, wir sind tot. Aber wir sind nicht tot. Wir leben. Aber leider nicht mehr lange. Vermutlich. Ian geht in den Nahkampf. Oh nein, da stürzt Fallout ab. Wenn Ian in den Nahkampf geht, ne? Da ist vorbei. Da ist Schluss mit lustig. Da sagt das Spiel so, nope. Da bin ich raus. Ja, hey Leute, dann machen wir für heute Schluss. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt gerne noch gegen die Deathclaws kämpfen, aber dann lassen wir es jetzt für heute gut sein. Ist auch okay. Hey, danke schon. Raumbohne, freut mich sehr. Ist ein gutes Ende, würde ich sagen. Ian hat die Realität vernichtet mit seiner Dummheit. Und vielleicht bereiten wir uns auf den Kampf noch ein bisschen besser vor. Nee, die beiden schaffen wir beim nächsten Mal. Aber für heute machen wir Ende Gelände. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für Subs. Danke für Bits. Danke für alles. Und ja, nächsten Dienstag geht's dann wieder weiter. Morgen ist ja kein Stream. Nächsten Dienstag 18 Uhr, ganz normal.
mit Resident Evil Zero und Fallout 1. Hey, danke nochmal, Franklin, für die 100 Bits. Und ich würde sagen, gute Nacht zusammen. Hat mich gefreut. Tschüss.